Der Vorstand des Sportclub Vogelheim. An den NRBV-Meisterschaften am 10.09. in Duisburg-Walsum nimmt unser Boxer Ismet Bozan teil. Am 9.09.2000 boxte Ahmet Keskinel Boxfreunde Bottrop gegen Wagner Mönchengladbach. Der Ringrichter in diesem Kampf war Werner Schäfer, mehrfacher deutscher Meister und Bundesliga-Boxer. Sieger nach Punkten wurde Wagner Mönchengladbach. Die Kampfpaarung Ismet Bozan Sportclub Vogelheim gegen Daniel Jerick Rommerskirchen. Der Trainer Franz Stahlschmidt, zweifacher deutscher Meister, betreut Ismet Bozan. Sieger nach Punkten wurde Daniel Jerich Rommerskirchen. Der Ringrichter Hans-Hermann Sangen leitete diesen Kampf. Ahmet Keskinel von Boxfreunde Bottrop in der Ringecke. Sieger wurde Keskinel und nicht Richter, wie hier angezeigt. Am 8. Oktober in Dinslaken-Lohberg bei den Westdeutschen Meisterschaften boxte Cevcek Gashi für den Sportclub Vogelheim. Cevcek Gashi boxt gegen Aksu Alper vom BC Lengerich. Gashi verlor gegen Aksu Alper vom BC Lengerich und wurde dadurch internationaler Vize-Westdeutscher Amateurboxmeister. Ismet Bozan vom Sportclub Vogelheim boxt für den Boxring Düsseldorf gegen Olympia Limburg, Holland. Sein Gegner ist D. Welde von Olympia Limburg, Holland. Sieger nach Punkten wurde Ismet Bozan. Der Ringrichter Hans-Hermann Sangen. Hier ist mit Bozan mit seinem Trainer Franz Stahlschmidt und Werner Schäfer. Der Boxer Sali Gildrim mit Werner Schäfer und Franz Stahlschmidt, mehrfache deutsche Meister.
Ringrichter in diesem Kampf war Hans-Hermann Sangen. Am 2.12. Nikolausboxen in Essen-Kanab, Teilnehmer Patrick Korte. Patrick Korte boxte gegen Arben Tulla vom ASV Wuppertal und siegte in der zweiten Runde durch Aufgabe. Der Ringrichter Franz Stahlschmidt vom Sportclub Vogelheim. Die Schüler des Sportclub Vogelheim erhielten eine Nikolaustüte. Daniel Leone. Patrick Korte. Ted Gashi. Andreas Heumann. Daniel Bartsch. Sven Breuers. Cevdet Gashi. Patrick Korte. Cevdet Gashi und Patrick Korte. Der Trainer Franz Stahlschmidt. Cevdet Gashi. Andreas Heumann. Barbara Quinke.